Oh nein! 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 Nein, 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 nein! 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 Hallo meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Isaac Sieger und herzlich willkommen zu... So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump and Run. Wie ihr seht, bin ich, oder wie ihr vielleicht erkennt, bin ich auf dem Jump and Run Weihnachten. Versucht das nochmal und jo, ja, wir hauen erstmal rein hier. Und gucken, ob wir weiterkommen als letztes Mal. Jo, hab gedacht, ich bringe mal wieder ein bisschen Minecraft-Stuff hier. Weil in meinem, hoppala. In meinem Profilbanner ist ja natürlich auch ein Minecraft-Männchen drin. Und zwar dieses hier, mein eigenes. Und da gehört natürlich auch Minecraft dazu. Ich habe meinen Channel auch gestartet mit Minecraft. Wie wahrscheinlich fast jeder, der mit YouTube anfängt, lädt erstmal ein Minecraft-Video hoch. Und ich habe gedacht, oh ja, machst du sauber mal wieder. Ja, oh nein. Und machst auch mal wieder ein bisschen was mit Minecraft. Weil ich hab selber persönlich schon ewig lang kein Minecraft mehr. Oh. Kein Minecraft mehr gespielt. Und dann macht es doch auch mal ein bisschen Spaß, mal wieder ein bisschen Minecraft zu spielen. Hoppala, 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 hoppala. So. Und hopp. Nein! Jetzt hab ich's, Alter, wieder an der gleichen Ecke stehen geblieben. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Na komm. Woran liegt denn das? Oh, oh, oh. Hui. Hui. Wäre natürlich schon sexy, wenn wir auf jeden Fall weiterkommen würden, als bis zu dem blöden Pool. Wenn ich wirklich mal da hinten reinkomme. Einmal war ich da hinten schon drin. Ich weiß gar nicht, ob ich mit euch da hinten schon drin war. Aber das klingt richtig pervers. Ich weiß gar nicht, ob ich mit euch schon da hinten drin war. So, oh Gott. Ja, Gott. So. Ja. Oh, 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 oh. Oh, so. Jetzt nur nicht verkacken, Alter. Nein! Ich sag's gerade noch, nur nicht verkacken, ey. Was mache ich? Ich drück einfach nicht auf die Jump-Taste. Was ist denn los? Alter, ey. Das gibt's nicht. Na! Das ist echt doof. Oh, hallo, jetzt mache ich. Natürlich, jetzt war ich wieder bis da hinten, ne? Jetzt ist natürlich klar, dass ich natürlich Leichtsinnsfehler mache. Für jeden Scheiß, den ich hier mache, hau ich einfach alles. Ich raste aus, ey. Das gibt's doch nicht. Komm jetzt. Ja, spring doch daneben. Muss ich auch sagen. Daneben springen ist natürlich immer eine sehr gute Option. Denn wieso sollte man oben drauf springen oder dran springen, wenn man doch auch daneben springen kann? Denn daneben springen ist in den meisten Fällen ja viel einfacher als dahin zu springen, wo man eigentlich hin will. Also springt man halt daneben, weil sagen wir mal, man ist jetzt hier und wenn wir darüber springen, so ein Stück ist es natürlich einfacher rundherum hinzuspringen, weil die Fläche größer ist, anstatt dahin zu springen, wo man es vorhat. Nein! Wisst ihr was? Ich lasse das mit diesem sein und wir suchen uns ein anderes, und zwar das Meta-Jump. Das habe ich zwar, glaube ich, auch noch nie zu Ende gemacht, aber das war jetzt ein bisschen unglücklich. Aber beim Nether Jump bin ich auf jeden Fall auch schon mal sehr weit gekommen. Aber ich weiß auch nicht, wo. Nein! Das ist natürlich nervig. Was haben wir denn sonst noch? Machen wir doch mal verschiedene hier. Mario Party. Das ist auch ein Jump'n'Run. Ich glaube, das ist der einfachste Jump'n'Run hier. Aber ich habe das den noch nie zu Ende gebracht. Frag mich nicht, wie. So. Yeah.
Einmal machen wir dann noch. Kann mir jemand Premium geben? Kauf dir doch. Kostet 10 Tacken im Monat. Ich brauche kein Premium. Weil ich so selten... Alter. Minecraft spiele. Was haben wir denn sonst noch? Feuer, Eis, Jump, Leben. Tempel. Machen wir nochmal Tempel. Hopp. Hopp. Yay! Und verkacken es gleich mal beim zweiten Sprung. Machen wir immer Spaß. Hopp. Alter, hallo, was ist denn nun los? Hopp. Hopp. Also dieses Jump'n'Run mag mich echt nicht. Ja, fallen natürlich rückwärts runter. Hopp. Hopp. Und ich schaff's nicht. Das heißt, nächstes Jump'n'Run. Ah, Gott, ich bin so richtig vorbereitet auf die Folge. Ich habe eigentlich so wirklich spontan entschieden, die Folge aufzunehmen. Ist geil. Jetzt down, Spinnweben. Weihnachten. Schneehöhle, Abgrund, Adventure 2, Labyrinth 2, Nether Jump, Skyfall. Skyfall ist witzig. Machen wir das doch mal, das ist jetzt kein Jump'n'Run oder so. Ich habe da ein paar Tricks. Und zwar laufe ich dann erstmal hier so ein bisschen hier hin. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man hier so ein bisschen bescheißen kann. Ich habe das mal bei jemandem gesehen. So, und jetzt. So, dahin. Nee! Und ich habe es überlebt. Gut. Und jetzah sollte es einfacher sein. So. Weil man nämlich durch diese. Und da habe ich es nicht überlebt. Ich habe jetzt mit euch schon mal den CMD-Jump gemacht, oder? Den habe ich jetzt nur einmal gescheitert. Aber wie heißt immer? Zweimal to improve that you've done. Oder auch auf ganz Englisch, second try to make it real. Deswegen machen wir das doch gleich nochmal. Hoppala. So, die Spinnweben hier sind ein bisschen nervig, aber kann ich jetzt auch nicht dran ändern, die sind hier halt. Aber ja nu. Kann man nichts machen. So. Hopp, hopp. Ist ja auch komisch, dass das Ding einfach einen hier so hin teleportiert, aber gut. Hopp, 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 hopp. Die Spinnwebe da ist echt gemein. Und jetzt kommt ja das mit den Command-Blocks hier. Mal gucken, wo der nächste Command-Block ist und dann immer schön auf den Command-Block schumpen. Ah. So, und jetzt kommt hier der Teil, wo ich eigentlich sonst immer abgekackt habe. Und da hinten ist ja auch schon irgendwo das Ziel. Und dann da hinten oben drin, da haben wir es ja... Das haben wir ja sogar schon einmal geschafft. Nein! So, damit es nicht ganz so langweilig wird. Machen wir jetzt nochmal meinen Lieblings-Jump'n'Run. Adventure, yay! Ihr freut euch bestimmt auch schon. Oh nein, ich habe hier zum 500. Mal Adventure, Alter. Du kannst aber sonst nichts, oder? Tu dich mal auf deine Videos vorbereiten, Junge. Du kannst gar nichts. Hoppala, hoppala. Hoppala, hoppala, hoppala. Aber das ist das einzige Jump'n'Run, was ich wirklich... ich hätte es nicht sagen sollen, kann. Das ist eigentlich auch irgendwie fast nur eine Notlösung. Weil ich ansonsten, oh Gott, gerade richtig aber auch kacken wäre. So, damit es nicht zu langweilig wird, belasse ich das jetzt mal dabei. Oder ich zeige euch noch ein Jump'n'Run, was nicht jeder kennt, was ich aber auch noch nie geschafft habe. Und zwar ist das hier, gleich hier. Und ja. Ich weiß gar nicht, das habe ich auch noch nie zu Ende gemacht. Ich habe auch überhaupt keinen Plan, wohin das... Ah, stimmt ja. So. Ich habe überhaupt keinen Plan, wohin das führt. Und das ist meiner Meinung nach mit der schwierigste Jump hier. Naja, man sollte schon sprinten. Oh, sprint halt. Hallo. Und ich schaff's nicht.
Jetzt, nein. Man muss halt genau abspringen, wenn man... Hallo? Wenn man am weitesten Punkt ist, ging... Ich weiß gar nicht, ob das von hier auch ging. Also ich grab mich kurz an der Leiter an, aber er läuft nicht wirklich hoch. Das ist komisch. Mann! Ich hasse diesen Sprung. Ja, nein. Ich weiß, dass es geht, weil es geht ja da oben noch weiter. Alter, das gibt's doch nicht. Ich grab mich wirklich an, aber irgendwie, keine Ahnung. Alter, hallo? Ich glaube, ich muss länger sprinten. Jetzt haben wir es geschafft. Oh Gott, bin ich froh. So, und dann kommt, ja genau, dann kommt nämlich, da muss ich nämlich so die queren Leather-Jumps machen. Von hier dann da hoch, von da da an die Leiter und von da auf die Leiter und von der Leiter dann hier da drüber. Und so weit bin ich echt auch noch nie gekommen. Ach, das natürlich, jetzt hänge ich wieder eine Stunde hier dran, ey. Ja, hab ich zu lange gewartet. Nein. Ja. Na. No. Ah, verflucht. So. Ah, dann beende ich diese Folge mal. Hier. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Falsche. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen da. Denn wie Floyd immer sagt, Däumchen wären Träumchen. Wenn ich euch gefallen habe, lasst mir gerne natürlich ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Meine Facebook-Fanpage ist auch unter der Videobeschreibung drin. Genauso wie die Adresse zu dem Server. Das ist der GOMHD-Server. Die meisten deutschen Leute, die Minecraft online spielen, die sollten diesen Server eigentlich kennen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.